Er lässt sprichwörtlich die Bäume in den Himmel wachsen. Der Gartengestalter. 3 Jahre dauert die Lehre. Die meiste Zeit davon wird im Betrieb, wie hier bei Blumenhaus und Gartenbaumeier in Lenzing, verbracht. Insgesamt 3x10 Wochen steht Unterricht in der Berufsschule am Programm. Die Aufgabengebiete sind sehr vielseitig, eben von Schwimmdeichbau über Steinmauerlegen bis hin zu kleineren Forstarbeiten sogar, Pflanzarbeiten, Rasenherstellung, ja, und so weiter. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es ist nicht nur, dass man mit Pflanzen arbeitet, so wie man das vom Gärtner von früher her kennt, sondern man befasst sich mit sehr vielen verschiedenen Materialien. Der Gartengestalter, ein Beruf sowohl für Burschen als auch für Mädchen und vor allem ein Beruf an der frischen Luft. Weil dieser Beruf abwechslungsreich ist, weil man sehr viel in der Natur draußen ist, was man sehr viel Spaß macht, weil man sehr viele Dinge kennenlernt, die was man sonst nicht lernt, weil man einfach mit netten Kollegen zusammenkommt, sehr viel sieht von der Gegend, also ganz Oberösterreich sind wir unterwegs und das ist eigentlich sehr interessant. Die Voraussetzungen für den Gartengestalter, vor allem selbstständiges Arbeiten und die Liebe zur Natur, gehören zu diesem Beruf einfach dazu. Deshalb ist es schon sehr wichtig, dass man als Lehrling auch ein Gefühl oder das nötige Verständnis dafür mitbringt, um mit den Dingen umgehen zu können, handwerkliches Geschick, aber genauso auch gewisses schulisches Wissen, speziell Mathematik spielt schon eine Rolle. Auch Vermessungsarbeiten sind natürlich ein Thema und da sollte man schon in der Lage sein, auch mal im Kopf kleine Flächen überschlagen zu können oder ausrechnen zu können. Gartengestalter bei Blumenhaus und Gartenbaumeier in Lenzing, ein Beruf für Naturliebhaber.